In diesem Video für euch den König der Sidecuts, das Flat Iron Steak und das Ganze mit einer unfassbar leckeren Panko Parmesan Kaffeekruste. Schaut euch dieses schöne Steak an, das Flat Iron. Es ist eins der marmoriertesten und schicksten Sidecuts überhaupt. Und wir haben dazu auch ein ganz, ganz tolles Fleischwissen-Video gemacht. Das verlinke ich euch mal. Guckt euch das mal an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir machen dieses Stück mit einer Parmesan-Kaffee-Kruste. Und diese Kombination aus Parmesan und Kaffee oder Kaffee-Rubs und so weiter hat man öfter schon mal irgendwo vielleicht gesehen. Es ist tatsächlich eine Kombination, die gerne in der Küche gemacht wird. Parmesan mit Kaffee. Und ich war anfänglich immer total anti-Kaffee und das mit Steaks in Verbindung zu bringen, wo ich gesagt habe, so ein Quatsch, was hat Kaffee auf einem Steak zu suchen? Aber ich habe dieses Gericht schon öfter gemacht und auch vor allen Dingen mit der Wunderwürze Crazy Coffee flüssige Gewürzmischung. Das auf Steaks oder Rindfleisch ist mega, mega cool. Die Wunderwürze Crazy Coffee ist so eine Sorte, du machst die auf und dann riechst du dran und dann denkst du, warum riecht das jetzt so nach Kaffee? Was soll das? Und ja, es riecht total fancy, aber irgendwie so, wo man denkt, wozu könnte das passen? Und ich sage euch zu Rindfleisch. Wenn das auf dem Rindfleisch ist, man könnte jetzt zum Beispiel auch einfach so diese Wunderwürze nehmen und das Fleisch damit einstreichen, darin marinieren, das dann einfach direkt grillen auf direkter Hitze, Grill, Pfanne, wo auch immer, macht es als Steak. Und es ist einfach geil. Also dieses Kaffeearoma verliert sich so ein bisschen, es bleibt so eine richtig fancy Würzkraft zurück. Ganz, ganz, ganz toll. Also wirklich, das ist so etwas. Es gibt ja so Sachen, wo man sagt, man muss es einfach mal verkochen, vergrillen und dann verändert sich das total. Ganz, ganz fancy Sorte und hat so seine Fans. Die Panko Parmesan Kruste ist eigentlich super, super easy. Das kann man vorbereiten, das kann man sogar in der Zeit machen, wo das Steak auf dem, ihr seht es hier, Oberhitzegrill liegt. Das ist ein Oberhitzegrill, wo dieser typische Keramikbrenner ist und von oben nach unten runterstrahlt auf das Fleisch und wo man Dinge schön überbacken kann, aber auch bei sehr hoher Hitze schöne, schnelle Röstaromen erzeugen kann. Und wir werden das Steak auch sehr scharf angrillen bei voller Hitze und nah an der Flamme. Achtet darauf, dass es nicht irgendwo schwarz wird an irgendwelchen Stellen. Und wenn man Steaks hat, wo ein bisschen Marmorierung fehlt, also alles, was nicht Wagyu extrem marmoriert ist, lohnt sich mit ein bisschen flüssiger Butter oder ein bisschen Bratfett einzureiben. Das gibt nochmal eine etwas schönere und gleichmäßigere Kruste. Wenn wir das scharf angegrillt haben, legen wir es zur Seite und während das Steak dann angrillt und auch ruht, haben wir ein kleines Zeitgap, um die Panko-Kruste zu machen. Dafür einfach Panko, Parmesan und ein Eigelb zusammen mit einem Esslöffel Wunderwürze verrühren und einem Esslöffel Petersilie oder Schnittlauch, nehmt das, wo ihr Bock drauf habt. In diesem Fall haben wir hier Petersilie und das Ganze wird miteinander verrührt. Wenn man es ganz perfekt machen will, schlägt man die Butter, die wir dafür natürlich auch brauchen, vorher leicht schaumig. Das gibt noch ein bisschen mehr Volumen und dann ergibt das eine ganz, ganz tolle Kruste. Und diese, beziehungsweise, wie soll man sagen, Kruste ist es ja noch nicht, sondern eine Art Teigmischung. Und das streichen wir dann in ungefähr der Dicke von einem halben Zentimeter auf unser Steak. Wenn wir es auf das Steak streichen, vorher einmal mit einem Küchenkrepp trocken tupfen. Also nehmt die Oberflächenfeuchtigkeit, die sich bildet, runter, denn dann haftet die Panade bzw. die Kruste besser. Und vor allem das Ei bringt eine tolle Bindung dann rein und sorgt als natürlicher Eiweißkleber dafür, dass es dann auch hängen bleibt am Stück Fleisch. Das Ganze landet dann auf dem Grill und wird vorsichtig überbacken. Und mit der Resthitze vom Überbacken und der Ruhezeit zwischendurch sollten wir bei einer Kerntemperatur von idealerweise Medium landen. Das klappt normalerweise ganz gut. Zack, und so schnell ist das Ganze schon fertig, wenn ihr die Kruste auf das Steak macht. Achtet wirklich drauf, dass ihr die verdichtet und einen einheitlichen, ich sag jetzt mal, Teppich mit Bindung erzeugt. Denn wenn da große Lücken bleiben, dann könnte die Kruste dort brechen und vom Steak fallen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch
auf den Grill machen, wenn ihr einen Backburner habt, der schön die Hitze von oben rumspült, oder natürlich auch im Backofen zu Hause, einfach mit Oberhitze. Und ihr braucht auch für dieses Überbacken von dieser Kruste gar keine 800 Grad. Also auch den Grill schön runterregulieren, das Rost ganz nach unten stellen, weil die Kruste wird super schnell braun. Also ich rede hier wirklich von wenigen Sekunden. Geht mit keiner zu hohen Hitze ran, damit das nicht zu braun wird. Generell Krusten auf Roastbeefs, auf Steaks und so weiter, super leckere, saftige, aromatische Sache und sieht auf dem Teller auch richtig schön aus, und das ist der richtige Hinweis, serviert das Ganze hier als Portion. Schneidet das nicht in Tranchen und macht das in Tranchen irgendwie sowas, weil so eine Kruste wird niemals so mit einem Stück Fleisch verklebt sein, dass es hält wie ein Kleber, ist ja klar. Man kann sich schon drüber freuen, wenn eine tolle Bindung in der Kruste ist und es einheitlich ist und die Kruste nicht runterschmilzt oder sowas. Und das ist bei dieser Kruste gewährleistet. Und das ist ein Gericht, das isst man tatsächlich auch mit Messer und Gabel auf einem Teller. Ne? Denn beim Schneiden wird die Kruste auch leicht abfallen. Das kann man gar nicht vermeiden bei keiner Kruste. Es sei denn, man arbeitet mit irgendeiner Chemiehexerei vielleicht. Aber das wollen wir natürlich nicht. So, ich probiere das Ganze jetzt für euch. Und dieser Geruch, das ist großes Kino. Also was hier hochkommt, auch durch Crazy Coffee, ist der absolute Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob man es hört. Ich gehe mal mit dem Mikro näher ran. Geil, oder? Richtig schöne, krosse Kruste. Das gibt auch einen tollen Crunch. Von außen crunchy, von innen saftig. Wunderbar medium getroffen auch. Mmh. Könnt ihr den Crunch hören? Ich hoffe ja. Geil. Woo! Boah, da passiert so viel. Da ist so viel Leben in der Bude. Das Umami von dem Parmesan. Intensiv, dann Kaffee. Wir haben ja zwei große Aromen. Parmesan und Kaffee. Und die beiden zusammen. Wow. Mmh. Mmh. Sehr lecker. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Wenn ihr die Kruste drauf macht, macht es, wenn das Steak eine Temperatur hat von, ich sag mal so, 52 Grad, 52, weil es fehlen so die letzten 3-4 Grad noch, um auf 55, 56 zu kommen. Und die Kruste ist ja auch ratzifatzi fertig. Ne? Das heißt, wenn ihr nach dem Angrillen noch keine 52 Grad im Steak habt, lasst es erstmal irgendwo ruhen, noch bei einer indirekten Hitze, bei 100 Grad oder sowas, oder im indirekten Bereich auf dem Grill oder sowas, damit die Temperatur noch steigt. Ne? Mega. Wow. Sehr lecker. Mm. Ich wünsche euch einen guten Appetit beim Nachmachen. Schaut mal in die Playlist hier rein. Ich verlinke euch nochmal das Fleischwissen-Video zum Flatiron. Ist sehr spannend. Und ich verlinke euch ein cooles Video. Da haben wir eine Trüffelkruste gemacht. Die war auch richtig fancy. Ganz anders als die hier vom Geschmack. Aber auch mega lecker.